2000 Leute. Und Kolleginnen und Kollegen, das ist richtig gut. Und die Frage ist doch, warum seid ihr heute hier? Seid ihr heute hier, weil es hier Wasser und Brezeln gibt? Oder seid ihr heute hier, weil die Taschen leer sind und wir mehr Geld brauchen? Das ist doch die Frage. Und ganz oft wird im Zuge von Tarifrunden das Thema Wertschätzung bemüht. Und dann sitzen wir am Verhandlungstisch und ich bin jedes Mal in Potsdam dabei und kann euch live erzählen, was da passiert. Da gebe ich euch mal ein paar Beispiele für Wertschätzung. Wertschätzung ist zum Beispiel, wenn wir sagen, viele Mieten in den größeren Städten sind zu teuer und unsere Kolleginnen und Kollegen können sich das nicht leisten. Deswegen brauchen wir mehr Geld. Dann ist die Antwort, naja, dann soll es halt nach draußen ziehen. Das ist Wertschätzung. So jedenfalls sind die Arbeitnehmerinnen das. Wir brauchen einen Inflationsausgleich. Die Inflation ist so hoch, wie sie noch nie war. Und die Wertschätzung der Arbeitgeber an der Stelle ist, naja, die Inflation geht vorbei. Nächstes Jahr ist das alles wieder weg. Deswegen sind unsere Gehaltsforderungen völlig überzogen. Kolleginnen und Kollegen, das ist falsch, das stimmt nicht und wir brauchen mehr Geld. Im öffentlichen Dienst, dann müssen wir uns mal überlegen, was das heißt. Winterdienst ist keine Beschäftigung für Leute, die gerne früh aufstehen. Winterdienst ist wichtig und ist Sicherheit. Bei der Müllabfuhrzarbeit ist kein Vergnügen, sondern das ist ein harter Job. Und die Leute waren draußen, während andere in Corona-Zeiten zu Hause sitzen konnten. Und dann kriegen wir die Wertschätzung nicht, die uns gebührt. Und das ist falsch und das gehört weg. Wenn wir uns 5% anbieten für 2 Jahre, dann ist das nicht nur eine Frechheit. Das ist ein Schlag ins Gesicht und den lasse ich mir nicht gefallen und ihr euch auch nicht. Und ich habe jetzt mal das Vergnügen, am Sonntag wieder rausgefahren nach Potsdam zu der Tarifverhandlung. Deswegen bin ich froh, hier zu sein und mitzukriegen, wie hier diskutiert wird und wie viel Energie hier ist. Und die brauchen wir auch. Weil wenn jetzt nicht nächste Woche was auf dem Tisch liegt, wo wir sagen können, da können wir überhaupt drüber reden, dann müssen wir weitermachen. Und es funktioniert nur so, nur zusammen und draußen auf der Straße von den Kollegen. Es ist gut, dass wir alle hier zusammenstehen. Ich kann euch sagen, ich kriege die ganze letzte Woche Meldung, was in den anderen Landesbezirken läuft. Ich will euch mal einen Eindruck geben, was da abgeht. Da sind in Köln 16.000 Menschen auf der Straße. Da sind in Gelsenkirchen 10.000 auf der Straße. In Bremen 8.000 Leute. Kolleginnen und Kollegen, so viel Unterstützung hatten wir noch nie, aber wir brauchen die auch. Wir brauchen die nächsten Wochen. Den haben die Kolleginnen und Kollegen von der Post geschweigt. Und viele von euch haben den Abschluss verfolgt und haben sich das angeguckt. Und haben vielleicht auch für sich gedacht, das wäre eine gute Idee für mich. Aber Kolleginnen und Kollegen, ich sage euch ganz ehrlich, das ist nicht gut vergleichbar mit uns. Wer die Strukturen bei der Post kennt, weiß, dass die sehr viele, sehr niedrige Einkommen haben. Bei uns die Entgeltgruppe 1 oder 2. Und dann kommt lange nichts und dann kommen die Vorstandsgehälter. Deswegen passt dieser Abschluss nicht für uns. Deswegen müssen wir uns selber aktivieren. Deswegen müssen wir selber raus und müssen so weitermachen, wie ihr hier heute da seid. Und 500 Euro ist ja keine Summe, die wir uns irgendwie ausdenken. Da sitzt ja niemand irgendwo im Keller und würfelt und sagt, doch, 500 wäre schön. 500 Euro sind gut berechnet, weil wir wissen, wie die Inflation gestiegen ist, wie hoch sie jetzt ist und wie sie auch noch sein wird in 1-2 Jahren. Und deswegen brauchen wir das Geld. Und gerade die unteren Entgeltgruppen, die nicht über die unten kommen, die brauchen das Geld.
das ist fair. Und alle, die wir heute hier sind, denen sage ich, ihr habt es verdient, wenn wir einen guten Abschluss hinkriegen. Aber wir kriegen den nur hin, wenn ihr so weitermacht und wenn ihr mithelft, weil ob Nathalie und ich gemeinsam mit der Fahne rumrennen, das sieht höchstens gut aus. Das hilft uns aber nicht am Verhandlungstisch. Was ihr macht, das hilft. Und davon haben wir mehr. Und nochmal zum Thema Wertschätzung, nochmal ein Beispiel. Und da wird es richtig klar, worüber wir reden. Da haben wir einen Bürgermeister in Stuttgart, der sich jetzt vor ein paar Wochen mit Beschluss des Parlaments und noch ein paar anderen hauptamtlichen Politikerinnen gab mal locker Zulagen um das Doppelte erhöht hat. Mit der Begründung, es wäre ja alles so teuer geworden. Und die sitzen am Tisch und sagen, wir von den so hohen Löhne, Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil zahlen. Und wenn wir Erfolg haben wollen, wenn wir wirklich einen guten Abschluss haben wollen, dann sind wir schon auf einem guten Weg. Wir haben im letzten Vierteljahr 46.000 neue Kolleginnen und Kollegen in Berlin begrüßt. Das ist klasse. Und ich sage aber auch, alle, die heute nicht hier sind, alle, die heute lieber was anderes machen, anstatt uns zu unterstützen, die haben es nicht verdient. Dem muss man das mal sagen und sagen, was machst du? Wir stehen draußen. Wir kämpfen. Wir kämpfen für dich. Weil eins ist doch klar, das kennen die Arbeiter sowieso vom FF. Wenn du willst, dass was passiert, dann musst du dich bewegen. Wenn du so viel Blei im Arsch hast, dass du etwa durch den Scanner am Flughafen kommst, dann passiert nichts und nichts Gutes für dich und für die anderen. Das steht fest. Also kann ich euch nur eins raten. Bleibt stark, haltet zusammen, werdet mehr und seid bereit, dass wir weitermachen müssen. Dann kriegt ihr den Abschluss, den ihr verdient habt. Macht weiter so, mir hat Spaß gemacht, das reicht mir schon mal und euch bestimmt auch. Also, habt schön, Dankeschön.